Hallo bei ludger-winter.de, ludger-winter.tv. Im Tutorial Teil 2, wie lade ich, wie bestelle ich Fotos im Internet? Nochmal weit, Entschuldigung, weit, dass man nochmal sieht. Ich habe gerade den ersten Teil aufgenommen, jetzt kommt gerade der zweite. Jetzt in die Uhr stellen. Ich habe nur 15 Minuten Zeit, wegen YouTube, sonst gibt es Ärger. So. Und zwar ich habe ja gerade bin dabei Fotos hochzuladen. Jetzt sind wir bei Foto 109 von 125. Es dauert doch fast 50, 60 Minuten, 120 Fotos hochzuladen. Ich zeige euch das mal. Vorhin habe ich ja gezeigt, wie ich angefangen habe. Seht ihr das? Ich beschreibe das mal. Da werden die Fotos hochgeladen. Hier sieht man 110 von 125. Da steht schon gleich, ich habe die 120 Fotos, kosten 11,25 Euro. Das ist der Normalpreis. Aber ich habe da noch 20% Rabatt und Versand kostenfrei. Mal gucken, was hinterher kostet. Das zeige ich euch hinterher. Hier sieht man, jetzt ist Bild 111. Jetzt geht er gerade runter, geht das nächste runter. Zeig mal eben. Wie schnell geht das hier? Jetzt geht er Bild Nummer 111 runter. Das nächste bereitet davor. Da könnte man noch entfernen, aber ich zeige euch mal jetzt was. Du hast runtergeladen. Jetzt, er sagt in Verarbeitung. Muss erst verarbeitet werden und dann runtergeladen werden. Das geht aber dann ruckzuck. Mit hochgeladen, nicht runtergeladen, hochgeladen, da sagt er, bei Snapfish wird das hochgeladen auf dem Server, in der Cloud. So, jetzt kommt das letzte Foto schon, bleibt 13 und dann springt er weiter. Also, er wird jetzt nicht nervös werden und hier den Schieber hoch und runter schieben. Das dauert ein paar Sekunden, jetzt ist das letzte Foto, da sind immer 5 Fotos, die werden hochgeladen. Dann macht er eine kleine Pause und so, jetzt wird es gerade hochgeladen, das fünfte Foto. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann muss er noch 11. So, jetzt sind alle runtergeladen, jetzt nicht nervös werden. Jetzt braucht er ein bisschen Zeit, das zu verarbeiten, zu speichern. Und dann geht er automatisch 5 hoch und dann fängt er oben wieder an. Das wollte ich euch auch nicht sagen, nicht nervös werden. Ich kann den Schieber hoch und runter schieben, das geht wohl. Aber ich euch sehe, es dauert ein paar Sekunden, das Verarbeiten. Ihr seht, er ist bei 114, 115. Na, wann kommt das denn jetzt? Eigentlich springt er gleich rüber. Und immer noch, ist noch bei 115. So, jetzt springt er rüber. Also nicht nervös werden, jetzt sieht man hier, er lädt da hoch. Und jetzt dauert es wieder, bis er da fertig ist, dann macht er wieder Pause, verarbeitet das und dann geht es den nächsten 5. Und in der Zwischenzeit erzähle ich euch mal ein bisschen was. Aber mein Video darf nicht zu lang werden, ich will ja komplett eine Bestellung machen. Hier, da habe ich ja bestellt, das Osterhack von Schnippfisch. Dasselbe gibt es auch zu Ostern von, ich gehe mal runter, dann seht ihr es besser. Hier ist Osterangebot. Da muss man den Gutscheincode aufschreiben und später nach der Bestellung eingeben. Nach der Bestellung, das zeige ich auch noch. Dann gibt es den zweiten, ich gehe mal hier auf Posteingang. Das ist, glaube ich, Postbox oder so, hier, da ist der. Der macht auch immer Angebote. Hier 83% auf Leinwand und so weiter. Da kann man auch bestellen, habe ich noch nicht, das geht genauso. Klickt man drauf. Das sieht fast genauso aus wie bei Snapfish. Dauert ein bisschen. Ich habe jetzt zweimal hochgeladen die Seite, machen wir einmal zu. So, hier ist Fotobox, da muss man sich auch anmelden oder erstmal registrieren. Ich müsste mich da registrieren. Machen wir wieder zu. Oh, jetzt habe ich noch falsches zugemacht. Nicht, dass ich jetzt beim Unterladen zugemacht habe. Ne, ist noch da. Ich habe irgendwie was anderes zugemacht. Ich wollte noch mal zeigen. Posteingang. Ist die zweite. 60% reduziert steht da.
Mal gucken, was da für ein Angebot ist. Zum Muttertag, 11 Tage reduziert, das ist noch im Laden. Rabatt bis 60%, sind verschiedene Rabatte da. Ab 50% 40, ab 72, das ist alles Fotobuch. Für Bilder, Wandvorlagen. Das ist nicht ganz so gut. Für Bilder habe ich jetzt keinen Rabatt gefunden, da war nur für Tassen, Wandkalender, Bücher. Naja, dann. Deswegen bin ich ja auch letzte Zeit halt immer schon immer bei Snapfish gewesen hier. 20% auf alles plus Gratisversand. Jetzt wollte ich noch ein paar Tipps geben. Erstmal gucken, wie weit ich bin da mit dem Unterladen. Jetzt ist aber Foto 21 ist gleich fertig. Ich wollte eben noch was sagen. Das sind die beiden Seiten, Schnellfisch.de und Fotobox.de. Alle Bilder gleichzeitig hochladen, das geht nicht. Wenn man auf ein Bild drückt, habe ich ja gezeigt, da kann man nur mal eine, muss man alle erst markieren. Dass sie markiert sind. Also das macht man so, dass der SDRG drücken, das ist die ganz links, und A gleichzeitig drücken, dann sind alle markiert, und dann auf Öffnen gehen. Dann hat man. Aber jetzt ist er bei Foto 123, das wollte ich euch zeigen. Jetzt geht es zum Ende zu. Wie das geht. Ich habe nur 6 Minuten, hoffentlich schaffe ich das. Ich muss noch 3 Bilder, gleich muss er noch überschalten. Moment, ich muss euch noch was zeigen. Das habe ich gerade schon gezeigt. Hier, sowas, was ich hier zeige, kann man als Fotokurs mit 4 Stunden Inhalt für 120 Euro anbieten. Ich habe auch schon mal einen Fotokurs gemacht für 120 Euro über eine Kamera, und der Fotokurs heißt, wie stelle ich Fotos im Internet und spare dabei noch 50% gegenüber zum Fotogeschäft. So, jetzt muss er noch ein Bild hochladen, vielleicht springt er nochmal rüber. Ich glaube, ich habe noch 6 Minuten Zeit. Es hat ungefähr fast eine Stunde gedauert, die 125 Bilder hochladen. Ihre Updates waren erfolgreich. Steht hier oben. Zeigen Sie Ihre persönlichen Filme. Nee. Zeigen Sie Ihre hochgeladenen Bilder an. Geben Sie sie frei oder erstellen Sie andere Geschenke. Fotos anzeigen und bestellen. Da kommt man schon dahin. Dieses Album freigeben. Diese Fotos hochladen. Da ist bestellen. Für 11 Euro noch was. Aber da kommt dann nicht der Dings da. Warum bestellen? Mal sehen, was sagt er jetzt? Dieses Album wurde in den Warenkorb gelegt. Sie können Abziehgröße, Rahmen und Menge im Warenkorb bearbeiten. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt richtig bin. Ich wollte noch euch zeigen, wie man bei der Bestellung noch ändern kann, die Größe und so weiter. Ich hoffe, dass es jetzt geklappt hat, sonst habe ich mich da vertan. Ja, da ist es richtig. Jetzt muss ich ein bisschen warten. Ich habe noch knapp 5 Minuten, damit es klappt mit der Bestellung. Also hier sind alle 125 Bilder untereinander aufgeführt, hier sieht man sie. Und da kann man noch bestellen. Ich habe jetzt alle einmal 10x15, das ist das Angebot. Man kann auch 10x9, da kann man die Größe aussuchen hier. Und da kann man noch die Anzahl sagen. 1, 2, 3, einmal. Da ist alles einmal steht da. Ich kann auch zweimal bestellen. Und bis zur Größe 20x30, da ist die Qualität auch nicht mehr so gut, aber schon gemerkt, das ist DIN A4. Als das hier kann man bestellen. Hier steht Wohltasse 1,99 zum Beispiel. Gutes Set, da gibt es verschiedenes. Und da muss man ganz nach unten gehen. Jetzt ist fertig. Das passt so, so wie ich es bestellen. Mal gucken. 11 Uhr noch was. Und hier, Gutschein eingeben, nicht vergessen. Den habe ich hier aufgeschrieben. Wo war der Zettel? Die habe ich aufgeschrieben, die muss jetzt eingeben, was in der E-Mail stand.
Easter und dann der Gutschein ist meistens nur einen Monat gültig. Und ihr könnt den theoretisch auch nehmen, wenn ihr ein Konto habt. Jeder Kunde darf den einmal benutzen. Und jetzt sagen wir einlösen, mal gucken, ob die wird angewandt. Der Gutschein konnte nicht erkannt werden. Ach ja, ich gebe den normal ein mit Groß- und Kleingutschein. Achso, der. Einlösen. Ich hoffe, jetzt passt er. Der Gutschein wurde eingelöst. Also, Gutscheincode, es waren 11 Euro noch was. Gutschein ist 5 Euro. Jetzt habe ich noch 6 Euro. Durch den Gutschein habe ich schon die Hälfte gespart zur Kasse. Ich habe noch 2-3 Minuten. Ich muss eben schnell machen. Schon fertig ist, er fragt noch mal was. Liefermethode, Adresse passt schon. Steht 11 Euro, Porto 0, Rabatt 5. Bestellwert, hier steht 9 Euro, Bestellwert gesamt. Ich kann mal fortfahren, ich muss mal gucken. Nummer angeben, Karte, sagen wir auf Rechnung machen wir das immer. Hier gibt es verschiedene Bestellmöglichkeiten. Fortfahren. Da habe ich noch 1,5 Minuten Zeit. Sie haben die Auswahl klassisch oder digital. Das verstehe ich nicht ganz. Achso, und da sagt er, klassisch, digital ist, nehmen wir mal da klassisch. Da wird was geschnitten, aber dafür hat man meistens Rand unter verschiedenen Größen, sagen wir mal so. Ist egal. Ist am Arbeiten. So. Jetzt nochmal die Bestellung, die Daten. Achso, da kommt 9 Euro. Jetzt hat er nur 2 Euro abgezogen. Da muss ich hinterher nochmal. Eigentlich waren das ja 5 Euro. Wir hatten 20%. Aber muss man eigentlich eh bestellen. Ich habe jetzt keine Zeit, das Video ist gleich zu Ende. Ich schicke da gleich eine Mail hinterher. Vielen Dank für die Bestellung. Jetzt nochmal. 15 Minuten um. 11 Uhr Nummers. Rabatt 2 Euro. Verpackung und Versand sind da drauf. So, das war die Bestellung. Da ist mein Konto mit den verschiedenen Albern, den kann man auch verschieden benennen. Ich bin hier auf meiner Seite, das ist das letzte, was ich zuletzt bestellt habe. Und jetzt eben nochmal zeigen. Also, ihr könnt dieses als Kurs anbieten, wenn ihr 4 Stunden zusammen habt, 25 Euro. Nochmal Werbung für mich. Und jetzt muss ich ausmachen, es wird Zeit. Ja, ich habe noch eine halbe Minute, habe ich Glück gehabt. So, das war das Bestellen bei Fotobox. Ich muss mal nachhaken. Erstmal, dass es nicht geklappt hat mit der Bestellung, dass er nur 3 Euro abgezogen hat, statt fast 6 Euro. Weil da 20% und versandkostenfrei war auch noch. Die 20% habe ich irgendwie nicht gekriegt, da muss ich nochmal nachhaken. Das war jetzt, statt 11 Euro muss ich jetzt 9 Euro bezahlen für 125 Bilder. Und frag mal im Shop, was 125 Bilder kosten. Das ist immer noch die Hälfte billiger. So, ciao.